silence sticks around. We're not gonna settle down. I never worry, 'cause I'm out of my mind with you. Erstmal hoch zur Auto, die Begrüßung machen. Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Full Day auf Idee? Ehrlich? Nicht? Doch eigentlich schon, oder nicht? Zu einem Full Day auf Eating in der Diät bei 2000 Kalorien. Machen wir so. Feliz Kalorien und meine Kalorien. Warum kommt Full Day of Eating? Ganz einfach. Heute ist ein Pausetag, heute ist kein Training, Sonntag immer Pause. Wir hatten Bock, euch heute unser Essen zu zeigen. Und deswegen machen wir das einfach mal. Mein Gewicht liegt jetzt bei 77,8 Kilo. Das Gewicht geht also immer noch weiter runter. Deswegen bleibe ich immer noch bei 2000 Kalorien. Ja, läuft alles nach Plan. Ich passe jetzt noch nichts an, weil ich ungefähr 500 Gramm Fett in der Woche verliere. Und so muss das laufen. In anderthalb Wochen kommt dann wieder ein Refeed Day. Davon wird es auch ein Full Day of Eating geben, denke ich mal, oder? Ganz genau, Leute. Den muss man natürlich erstmal aufschieben, bevor man jetzt sagt. Weil sonst hat die Aussage keine Kraft. Genau so ist es. Es ist gerade 14:45. Wir haben bis jetzt noch nichts gegessen. Das erste, was wir uns geben werden, sind BCAAs. Hier, diese hier, die uns letztens bestellt haben. Schmecken auf jeden Fall ultra geil. Die haben wir vom Training getrunken, vom Leg Day. Und die schmecken überragend. Also überhaupt nicht nach BCAAs, wenn ihr diesen bitteren BCAA-Geschmack kennt. Ja. Der ist überhaupt nicht vorhanden. Und ich habe den einfach gesippt und dabei gedacht, ey, bitte geh nicht leer. Ja, also kann man auf jeden Fall so als süßes Getränk in der Diät trinken. Dabei habt ihr noch Muskelschutz gegeben, was gibt's Besseres. Auf jeden Fall ist das ein Peach Maracuja Flavor. Von TNT. Ganz genau, und nebenbei mache ich noch meinen Instagram-Post. Da könnt ihr uns auf jeden Fall auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ganz genau, Instagram sind wir sehr aktiv. Jeden Tag kommt ein Bild online. Auf Snapchat sind wir genauso aktiv. Da könnt ihr uns auch sehr gerne abchecken. Auf jeden Fall. Da vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht drehen, dann sind wir dann noch aktiver. Da seid ihr halt immer am aktivsten, beziehungsweise da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Die BCAAs sind jetzt nicht abgewogen, weil wir genau wissen, wie viel ein Scoop sind. Das sind nämlich 10 Gramm und das sind unsere ersten Kalorien des Tages. Und was noch nicht zu vergessen ist, wie jeden Morgen unser Stack, das ist unser Supplement-Korb. Jetzt wird erstmal Bundesliga geguckt, Hamburg spielt gegen Mainz. Hoffentlich schafft es Hamburg, weil sonst jetzt ganz eng die Saison. Ich bin auch nächste Woche auf Schalke mit einem Kollegen und schaue mir dann das Spiel Schalke gegen Hamburg an. Und gleich irgendwann in der Halbzeit wird wahrscheinlich das erste Mal gegessen. Werdet ihr natürlich sehen. Die erste Halbzeit ist vorbei, es steht immer noch 0-0. Das Spiel ist nicht das Beste, aber was erwartet man, wenn der 15. gegen den 16. spielt? Und die erste Mahlzeit wird es doch erst nach dem Spiel geben. Jo. Sehr Schiss. Hamburg 0, Mainz 0 und das heißt Kampf gegen den Abstieg und zwar bis zum Schluss. Das Spiel ist vorbei, war auf jeden Fall extrem spannend. 0-0 ist es ausgegangen und ja. Es ist jetzt 17:45 und wir haben bis jetzt noch keine Kalorien drin, bis auf die von den BCAAs. Also wird es langsam Zeit, ein bisschen was im Magen zu bekommen. Es ist jetzt gerade 19.30 Uhr und wir haben heute noch gar nichts gegessen, also haben wir wieder heftig durchgehalten bis abends mit dem Essen. Natürlich BCAAs getrunken, damit die Muskeln geschützt sind. Ganz genau. Und jetzt gibt es erstmal die erste Mahlzeit.
Bei mir sind 250 Gramm Kartoffeln da drin und 150 Gramm Thunfisch mit ein bisschen Gemüse. Dazu habe ich noch 40 Gramm Ketchup und 10 Gramm Gouda Käse Light, also ein Reibekäse. Bei mir gibt es genau dasselbe, nur ein bisschen mehr Kartoffeln, 360 Gramm Kartoffeln und dabei noch eine Soße von den Boys hier. Kello Fit. Ganz genau. Unten ist der Shop, wo es die Soßen gibt. Schmeckt auf jeden Fall extrem gut. Habe ich gerade schon probiert. Und jo, essen wir mal, ne? Ich würde sagen, ne? Hauen wir das Ding weg und dann kommt auch schon die nächste Mahlzeit. Vielleicht kennt ihr es, nachdem man was Salziges gegessen hat und fertig ist, hat man Bock auf was Süßes. Was essen wir da? Jetzt werden sich erstmal hier diese One-Riege von Oh Yeah gegönnt. Genau diese hier. Diesmal im Birthday Cake Chocolate Geschmack. Ganz genau, ich hatte den im White Chocolate schon. Ich auch, der war überragend. Der war gut, ja. Also bei den Dingern ist das Geile daran, dass die Konsistenz ist nicht so typisch. Bei normalen Proteinriegeln hat man immer so eine Masse, die zusammengepappt ist. Und hier hat man so richtig einen Riegel mit so Stückchen und so. Deswegen fahre ich den übelst ab. Und Markus, wie schon gesagt, 7 Gramm Fett und 22 Gramm Eiweiß. Also, was ich am besten esse. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze mal. Sechseinhalb Stunden später. Richtig, richtig nice. Das gibt's jetzt bei uns als nächstes. 60 Gramm TNT Whey im Geschmack. Cookies and Cream. Also hab schon mega Bock darauf. Wir hatten schon mal was von TNT. Es war eigentlich alles lecker. Bis auf White Chocolate hat nicht so lecker geschmeckt. Deswegen schauen wir mal, wie das schmeckt. Ne? Von ESN war das auf jeden Fall mega lecker. Deswegen, wie immer, mal gucken, wie das jetzt von TNT ist. Ja, schmeckt auf jeden Fall mega nice. Ja. Bei ESN sind noch so kleine Cookie-Stückchen drin, deswegen gefällt mir das von ESN ein bisschen besser als das von TNT. Aber geschmacklich auf jeden Fall mega lecker, kann man nicht sagen. 60 Gramm Whey jetzt als nächste Mahlzeit. Und dann gleich kommen wir zur nächsten Mahlzeit, ne? Ja, ich stimme auf jeden Fall Arthur zu. Das von ESN, das Cookies and Cream, ist ein bisschen besser als das von TNT, aber macht sich nicht sehr viel. Halt die Stückchen im ESN Whey sind halt das, was so nice ist. Also Leute, ihr werdet jetzt in 3 Sekunden aus der nächsten Mahlzeit rausfliegen. Deswegen will ich mal zählen. 3, 2, 1. Wir haben euch schon seit längerer Zeit das Waffelrezept versprochen, diesmal in Pancake-Form, deswegen werden wir euch das unten als Kommentar anpinnen. Bei mir gibt es jetzt noch ein Cookie und 400 Gramm Quark und ich schneide mir noch einen Apfel rein. Dann, ja, was gibt's bei dir noch? Was bei mir gibt? Ja. Bei mir gibt es noch diese Chips hier und dann noch 5 Eier, dann bin ich fertig. Die Kalorien werdet ihr gleich hier sehen. Das sind meine und Arthur ist genau daneben. Zack. So, Freunde. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat, ihr euch ein bisschen Spaß gemacht hat zu sehen, was wir so essen und vielleicht euch ein paar Anregungen gegeben hat für euren Alltag, was ihr so essen könnt im Cut. Ganz genau, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen, auch über eure Kommentare. Deswegen, und ja, ne, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
know it's gonna